Der Februar war nichts für schwache Nerven. Die Lage in der Ukraine hielt und hält die Welt weiter in Atem. Was sonst noch wichtig war für die weltweite Konjunktur, das bespreche ich jetzt mit Heiko Peters von Deutsche Bank Research. Herr Peters, Sie und Ihr Team ermitteln Monat für Monat die Lage der Weltwirtschaft, exklusiv für Made in Germany. Wie hat sich der DBX entwickelt im Februar? Der DBX ist im Februar gestiegen und deutet auf recht solides Wachstum der Weltwirtschaft von etwas unter 4% momentan. Also eine gute Entwicklung für die Weltwirtschaft momentan. Insgesamt gute Nachrichten. Also nur China macht bei diesem Optimismus nicht mit. Was hat denn da auf die Laune geschlagen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt? In China gibt es um diese Jahreszeit immer den Sondereffekt, dass die Neujahresfeierlichkeiten stattfinden. Je nachdem, welchen Monat die stattfinden, kriegt das die Sommerreinigungsverfahren nicht mit, sodass man da mal relativ viel Volatilität bei den Stimmungsindikatoren hat. Und das ist der Hauptgrund aufgrund der Lage in diesem Jahr, dass der Stimmungsindikator sich eingetrübt hat. Wir rechnen damit, dass die Stimmung sich in den nächsten Monaten weiter auffällt und China sich solide mit relativ hohen Wachstumsraten weiterentwickelt. Also nichts, worüber man sich ernsthaft Sorgen machen muss. Blicken wir auf die Eurozone und die Euro-Krise. Da erwartet die EU-Kommission nach zwei Rezessionsjahren für 2014 wieder Wachstum. Wo soll denn das herkommen? Was wir sehen, ist eine Verbesserung in den Kernländern. Und dazu kommt in diesem Jahr wahrscheinlich auch dann positive Wachstumsraten in den Peripherieländern, also eine breit angelegte moderate Erholung. Die Wachstumsraten dürften mit etwas über 1% allerdings für die Eurozone insgesamt noch so gering sein, dass sie die Lage nicht wirklich nachhaltig stabilisieren kann. Beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt dürfte man zwar dann positive Leichteffekte sehen, die Raten aber noch auf einem hohen Niveau bleiben. Und für eine wirkliche Verbesserung bei den teilweise recht hohen Schuldenniveaus reicht das Wachstum dann wahrscheinlich auch nicht aus. Was heißt denn unterm Strich? Kann man die Euro-Krise im Großen und Ganzen jetzt abhaken? Also man sieht jetzt zuletzt relativ positive Signale, dass Wachstum so langsam zurückkehrt, dass die Lage sich stabilisiert. Das ist schon eigentlich ermutigende Signale in der letzten Zeit, aber die Herausforderungen bleiben noch groß. Vielen Dank bis hierher, Heiko Peters. Wir werden das Thema gleich noch vertiefen in unserem Schwerpunktgespräch. Europa auf Erholungskurs. Ist die Krise überwunden? Mehr dazu finden Sie unter www.dw.de/made in Germany.